Hallöchen und schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ja, ich kann es selber kaum glauben. In diesem Video geht es um Musical.ly. Es soll eigentlich ziemlich gehypt sein, warum auch immer. Ich habe schon einige Videos gesehen. Es geht darum, dass man, glaube ich, klitzekleine Musikclips erstellt. Und ja, der Spaß soll an erster Stelle stehen natürlich. Und ja, was der Sinn der ganzen Sache angeht, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich möchte den Hype einfach mal ein bisschen auf die Schliche gehen. Und da heute der 1. April ist, naja, dachte ich mir, ein Prank-Video zu bringen wäre ziemlich lame, weil das wahrscheinlich so gut wie gefühlt jeder auf YouTube macht und deshalb wollte ich mich einfach mal dieser klitzekleinen Challenge stellen und diese App ausprobieren. Aber vorerst muss es natürlich erst installiert werden. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich es getan. Ich habe mir einen kleinen Account erstellt mit einem sehr kreativen Namen. Denn ich habe den gleichen Namen benutzt, den ich auch bei Pokémon Go verwende, also die Elsa 26. Und was ist das eigentlich hier für ein Zitat? Ich habe das niemals eingegeben. Naja, egal, es ist ja bloß zu Testzwecken. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keinen Schimmer, was so cool an Musical.ly sein soll. Aber trotzdem wird es irgendwie komischerweise, warum auch immer, gefeiert. Sogar auf YouTube. Ich steig da echt nicht dahinter. Wieso? Aber ja, ich habe dieses Video jetzt nicht produziert, beziehungsweise ich mache es nicht, um Klicks zu bekommen oder Abos. Sondern ich möchte einfach bloß mal die App ausprobieren. Ich möchte mal gucken und sehen, aha, so läuft das also. Ich bin neugierig. Ich gebe es zu. Ich bin einfach neugierig. Und ich habe jetzt keine Ahnung, was man hier machen muss. Naja, gut. Musik auswählen klingt ja schon mal ganz gut. Also, man erstellt sozusagen einen kleinen Musikclip mit Gesten, also mit Hilfe von Gesten und Handybewegungen. Und da soll irgendwie was Komisches dabei rauskommen oder eher Lustiges. Comedy School Boys and Girls Music Voice Dance. Oh, Scheiße. Fluffy Pets, süß. Familie, Birthday. Ha, das hätte ich den Leonard X gestern machen können. Ja. Deutsche Szene? Ist das ein Minion da? Holy shit. Featured. Popular. Wir gucken mal, was so populär ist. Hier gibt es dann solche wunderschönen Beispiele. Green Light. They have big teeth. Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. Oh, but you're not in love. What is this? Oh, cool place, immer gut. And rusting in a rubble. Running to a fame. Wir versuchen das mal. Nein, das kann man nicht posten. Echt nicht. Ja,
Schade, dass es nicht irgendwie. Oh Gott. Naja, theoretisch würde man das ja, hier noch irgendwie mit einem Hashtag versehen. Ich werde es ehrlich gesagt nicht tun. Ich werde es bloß als privat speichern. Und ja, schon. Verstanden. Und wenn es klappt, werde ich dieses Musical.ly dann am Ende anhängen. Mein Fazit ist, es ist einfach eine ziemlich seltsame App. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Leute daran finden. Vielleicht bin ich zu alt dafür, um das zu verstehen. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, für mich ist es nichts. Wer damit Spaß hat, gut ab. Dem möchte ich natürlich den Spaß nicht nehmen. Und ja, ich möchte da auch niemanden verurteilen, der diese App feiert. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist es wirklich nichts. Allen anderen, die die App trotzdem lieben, denen wünsche ich viel Spaß. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ciao! And rusting in a rubble, running to a fame.